Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Composites United-Mitglieder, willkommen zu einer weiteren Folge unserer neuen Online-Educational-Series See You Online, See You Prepared for Future. Mein Name ist Bastian Brenken und ich werde Sie durch den heutigen Vortrag leiten. Das heutige Thema ist Nutzen und Strategien des Leichtbaus. Und es handelt sich heute um ein Grundlagen-Video. Ich möchte direkt einsteigen ins Thema und möchte mit einer, wie ich finde, sehr treffenden Definition starten. Leichtbau ist eine Konstruktionstechnik, die unter integrativer Nutzung aller konstruktiven Werkstoff- und fertigungstechnischen Mittel bei einer Gesamtstruktur und bei deren Elementen die Masse reduziert und die Gebrauchsgüte erhöht. Ich finde, das ist eine gute Definition und ich habe unterstrichen, die Masse reduziert und die Gebrauchsgüte erhöhen. Das heißt, klar, Leichtbau heißt, wir wollen weniger Masse haben, das ist offensichtlich, aber wir wollen gleichzeitig auch die Gebrauchsgüte erhöhen. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Was ist der Nutzen? Bevor ich auf Strategien eingehe, wie man Leichtbau effektiv macht, möchte ich zunächst auf den Nutzen eingehen, wie der Titel des Vortrags auch sagt. Und einer der offensichtlichsten Nutzen, die Sie auch alle kennen und die alle offensichtlich für Sie ist, ist ein geringer Ressourcenverbrauch. Und Leichtbau ist besonders dort von Vorteil und sollte dort eingesetzt werden, wo eben eine Fortbewegung, eine Bewegung insgesamt der Struktur möglichst teuer ist. Und Sie kennen alle den A380, die Anwendung Flugzeug, wo das eben besonders der Fall ist. Ein moderner A350, wie Sie ihn dort abgebildet sehen, besteht schon zu mehr als 50 Gewichtsprozent aus modernen Leichtbaumaterialien wie carbonfaserverstärkten Kunststoffen oder kurz CFK. Aber auch in anderen Mobilitätsbranchen ist Leichtbau entscheidend. Also denken Sie an das Automobil. Autos werden immer schwerer durch immer mehr Elektronik, die dort verbaut wird. Man möchte hat immer mehr Assistenzsysteme. Das heißt, gleichzeitig muss die Struktur selber dann leichter werden, damit entsprechend der Ressourcenverbrauch, die Spritkosten nicht ins Immense steigen. Auch bei Bahnen beim Schienenverkehr ist Gewicht ein entscheidender Faktor. Sie sehen dort einen Hochgeschwindigkeitszug abgebildet in ICE. Aber auch gerade im Nahverkehr, mit U- und S-Bahnen, die oft beschleunigen und wieder starten und abbremsen durch diese Beschleunigungs- und Entschleunigungsvorgänge, ist es eben auch besonders dort von Nutzen, Leichtbau anzuwenden. Und dann haben wir das Transportwesen dort für Trucks, die viel, viel längere Zeit auf der Straße sind als Autos, Verhältnis zu ihrer Lebensdauer, die viele mehr Kilometer zurücklegen. Auch dort ist Leichtbau sehr, sehr sinnvoll, um eben entsprechend den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Hier haben wir ein paar Zahlen zu diesen genannten Beispielen. Also für ein Flugzeug, das ungefähr 60.000 Stunden fliegt und benutzt wird, dort spart ein Kilo weniger Gewicht im Verlauf dieser 30 Jahre Lebensdauer ungefähr 3.000 Euro an Kosten. Das heißt, das ist immens. Und denken Sie zum Beispiel an eine A380, dort ist das maximale Abfluggewicht 560 Tonnen. Das heißt, das ist dort immenses Gewicht. Was ein Kilo ausmachen kann, vermag man vielleicht erst nicht so zu vermuten. Beim Auto wird nicht so lange benutzt wie ein Flugzeug, aber auch dort bedeuten 100 Kilo weniger Gewicht ungefähr 0,35 bis einen halben Liter weniger Spritverbrauch pro 100 Kilometer. Und auch das sind signifikant weniger CO2-Emissionen. Und das ist eben das entscheidende Schlüsselwort, gerade auch für die Automobilhersteller, die die CO2-Emissionen ihrer Flotte senken müssen. Das heißt, auch dort ist Leichtbau ein wichtiges Thema. Und wenn man jetzt das Gewicht des Golf 1 von 780 Kilo mit dem des Golf 6 mit gut 1,1 Tonnen vergleicht, sieht man hier eher einen Gewichtszuwachs. Ja, das heißt, durch diese ganzen elektronischen Assistenzsysteme und die ganzen Appliances, die da reingekommen sind, muss man dann umgekehrt versuchen, die Struktur leichter zu machen und dort Gewicht zu sparen. Ein Zug, haben wir herausgefunden in einer Studie, kann Leichtbau die Reisedauer von Hamburg nach München
circa um 20 Minuten verringern. Das ist natürlich schon interessant. Allerdings bei gut 8 Stunden auch nicht so relevant, aber wir sehen eben die bedeutendste Reduzierung des Ressourcenverbrauchs für den S- und U-Bahn-Verkehr, ja, also für städtische Transportation, wo man eben oft beschleunigt und wieder abbremst. Beim LKW, der ungefähr 1 Million Kilometer auf der Straße ist, kann ein innovativer Leichtgewicht-Trailer ca. 25% Sprit sparen. Eins unserer Mitglieder im Netzwerk TTT, The Team Technology, hat einen Leichtgewicht-Trailer aus CFK, auch carbonfaserverstärkten Kunststoff, hergestellt und konnte dort 25 und dort können für ungefähr 25% des Sprits eingespart werden. Dann kann man natürlich auch andersrum aufziehen. Man kann sagen, wenn wir das Gewicht verringern unserer Strukturen, unserer Vehikel, dann können wir umgekehrt mehr Nutzlast mitnehmen. Das kann auch sehr interessant sein. Das kann fast interessanter sein als der Ressourcenverbrauch. Und auch dort haben wir unten das untere Bild, sehen Sie den leichtesten Kühltransporter. Dort wurde auf Basis eines VW-Busses hinten ein anderer Aufsatz auf diesen Aufbau aus CFK hergestellt und so die Nutzlast von 1 Tonne auf 1,5 Tonnen erhöht. Und das ist signifikant und ein Erfolgsmodell, und die erhöhten Anschaffungskosten haben sich dort für einen großen Kunden in der Schweiz, einen Lebensmittelproduzent und Lieferant in der Schweiz, nach einigen Jahren amortisiert sich das schon. Ja. Es müssen halt nur zwei und nicht 3 Fahrer und losfahren bei 3 Tonnen Nutzlast, die sie bewegen müssen. Das ist schon signifikant. Und wenn wir es auf die Spitze treiben wollen, ist Nutzlast das entscheidende Kriterium für alles, was in den Weltraum fliegt. Dort müssen sie extrem leicht bauen, um eine möglichst hohe Nutzlast in den Orbit transportieren zu können. Erhöhte Flexibilität. Es ist jetzt vielleicht nicht so offensichtlich, aber viele Strukturen müssen flexibel sein, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Ein sehr prominentes Beispiel sind Helikopterrotoren, die Sie dort unten links sehen, von einem Helikopter. Die müssen sich durchbiegen, um die aeroelastischen Lasten aufzunehmen. Genauso auch Windrotoren. Ja, auch Windrotoren erfahren eine Durchbiegung und müssen gleichzeitig aber steif genug sein, dass sie den Turm nicht treffen bei hohen Windlasten. Und Elastizität, Flexibilität kann auch bewusst erwünscht sein, wie bei Sportgeräten. Denken Sie an einen Tennisschläger, der darf nicht auf maximale Steifigkeit ausgelegt werden, sondern es ist wichtig für die Spieler, dass der auch ein gewisses Gefühl transportiert, ein gewisses Ballgefühl im Umgang mit dem Tennisball möglich ist und so man ein gutes Gefühl hat. Das heißt, dort ermöglicht Leichtbau unter Verwendung moderner Faserverbundwerkstoffe, dass man dort eben auch ein gewisses Gefühl, ein gewisses Handling, die entsprechende Flexibilität ermöglichen kann. Besseres Handling, habe ich eben schon angesprochen, ist ein weiterer wichtiger Punkt. Also Leichtbau kann auch einen immensen Nutzen für Ihre eigene Produktion bedeuten in Ihrer Fabrik. Wenn Sie eben keine schweren Kräne mehr unter der Hallendecke oder Industrieroboter benötigen, um Teile zu bewegen, sondern die auch so mal eben mit Personen von A nach B transportiert werden können. Sie sehen dort unten die Chassis des BMW i3, der problemlos mit 2 Personen getragen werden kann. Und ein weiteres spannendes Beispiel sind diese Sandwichplatten der Abdeckung von dem Airbus A400M von Airbus, wo eben durch ein CFK-Sandwich, eine CFK-Sandwich-Struktur mit einem Honigwerbenkern die Einmannmontage und Demontage möglich wird. Das heißt, die haben hier ein Bauteil, das ist fast 4,5 Meter lang, wiegt aber nur 21 Kilo und somit ist das Handling sehr, sehr einfach und es spart ihnen Kosten während der Produktion. Vereinfachte Herstellung oder Montage ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Zusätzlich zu dem Handling kann man auch ein Leichtbau begünstigendes Design wählen, was die Montage vereinfacht. Sie sehen unten links, sehen Sie ein übergespritztes Bauteil, wo Sie auf ein Endlosfasergewebe entsprechend diese Rippen aufspritzen und gleichzeitig können Sie dort eben schon Anschlussstücke, zusätzlich zu den versteifenden Rippen, können Sie schon die Anschlusspunkte, Montagepunkte etc. vorsehen und müssen dann nicht
viele Teile noch anbauen. Das heißt, sie haben hier in einem One-Shot-Verfahren ein Bauteil, was sie dann direkt weiter montieren können und weiter verwenden können, ohne dass sie noch Anbauteile haben. Und das Bild unten und das Bild rechts zeigen ähnliche Beispiele. Dort wurde eben mittels eines 3D-Druckverfahrens wurden diese Gehäuse, diese Maschinengehäuse hergestellt, wo sie dann integrierte Kühlkanäle haben, wo die Anschlusspunkte, die Löcher entsprechend schon automatisch vorgesehen wurden und nicht mehr im Nachgang noch gebohrt werden müssen zum Beispiel. Das heißt, hier wurden Teile gewählt, wo das Design so gewählt, dass sie Funktionen integrieren und dann keine Anschlussteile mehr montiert werden müssen. Das heißt, dort sparen sie sich sowohl Arbeit als auch Gewicht, weil sie natürlich das optimiert designen können. Dann ein weiterer ganz toller Nutzen von Leichtbau ist die Überwindung des Handicaps. Ja, wenn Sie einfach nur an einen Gehwagen denken, zum Beispiel für ältere Menschen, dann muss der leicht sein. Der muss problemlos über die Hausschwelle, auch ältere Herrschaften müssen problemlos über eine Hausschwelle kommen, müssen dann so einen Wagen ins Auto laden können, etc. Das heißt, eine leichte Aluminium-Hohlprofil-Konstruktion, wie Sie sie dort sehen, macht einen erheblichen Unterschied zum Beispiel einer Stahlkonstruktion. In der Mitte sehen Sie eine Kinderorthese des CU-Mitglieds Strehl. Strehl arbeitet dort zusammen mit Airbus und Strehl verwendet Produktionsabfälle von Airbus, um eben Kinderorthesen aus CFK, carbonfaserverstärkten Kunststoff, herzustellen. Und das ist wirklich ein tolles Projekt im Rahmen des Netzwerks. Dort ist es möglich, dass dann eben die Orthese, die ursprünglich mal 500 Gramm gewogen hat, ersetzt werden konnte durch diese Hightech-Orthese, die nur noch 70 Gramm wiegt. Das heißt, wir haben wirklich einen mehr als Faktor 5 Reduzierung des Gewichtes. Das bedeutet natürlich für die Kinder, die diese Orthesen dann verwenden, ein signifikanter Game Change, also ein signifikanter Mehrwert. Und dann können Sie das auch weiter noch treiben und Richtung Leistungsspitzensport denken. Rechts sehen Sie Markus Riem, der eben mit Hilfe seiner Carbonprothese, die Sie auch sehen, Weltmeister geworden ist, tatsächlich im Weitsprung, weil es ihm diese Carbonprothese, ein Hightech-Leichtbauteil, ermöglicht, dann ganz besondere Leistungen eben zu erbringen. Also auch hier ist Leichtbau ein essentieller Teil. Was muss man jetzt für Strategien wählen, um einen ganzheitlichen Leichtbau zu wählen? Es gibt prinzipiell drei übergeordnete Themen. Das erste ist der Stoffleichtbau, der erstmal das platte Austauschen oder banale Austauschen in Anführungszeichen eines Werkstoffs durch einen leichteren Werkstoff beschreibt, beziehungsweise durch einen Werkstoff mit höheren spezifischen mechanischen Eigenschaften. Das heißt, besserer Steifigkeit, besserer Festigkeit bezogen auf das Gewicht dieses Werkstoffes. Beispiele habe ich schon genannt, carbonfaserverstärkte Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe im Allgemeinen, aber zum Beispiel auch ein hochfester Stahl kann Leichtbau bedeuten, wenn Sie dann nämlich geringere Wandstärken wählen können und dort insgesamt weniger Material einsetzen müssen. Formleichtbau ist dann der zweite wichtige Aspekt. Der Formleichtbau beschreibt im Wesentlichen die Anpassung der Werkstoffverteilung in Ihrem Bauteil. Das heißt, Sie legen den Werkstoff genau dorthin, wo Sie auch die hoch beanspruchten Bereiche in Ihrem Bauteil haben und vermeiden Werkstoff dort, wo die Kräfte im Bauteil, die Spannungen im Bauteil gering sind. Ja, und so optimieren Sie dann die Formgebung, das Design und das wird beschrieben durch sogenannte Tailored Components, also die sind maßgeschneidert auf die Belastung, die Komponenten. Und dann gibt es den Bedingungsleichtbau, der den Umstand beschreibt, dass Sie Ihre Struktur möglichst genau kennenlernen wollen. Das heißt, Sie benutzen moderne Analyse-Tools wie Simulation, Optimierung etc., um ein ganzheitliches Lösungskonzept zu haben und dann verringerte Sicherheitsfaktoren wählen zu müssen. Ja, Sie kennen die Belastungen Ihrer Struktur sehr, sehr gut. Wenn Sie die gut kennen, dann müssen Sie entsprechend, können Sie Sicherheitsreserven minimieren und dort dann entsprechend ist es möglich, als Konsequenz weniger Material einzusetzen. Kein Element
von diesen, die ich jetzt beschrieben habe, auch von diesen kleinen Bildchen, die Sie da sehen, führt in der Regel langfristig alleine zum Erfolg. Das heißt, dieses Lösungskonzept, wird das auch, was dort auch genannt wird, ist ganz wichtig, ganz entscheidend. Und das heißt, für einen effizienten Leichtbau benötigen Sie eine gewisse ganzheitliche Kompetenz, weil Sie entsprechend sowohl eine gute Fertigungstechnik benötigen, als auch das Ihr Bauteil vernünftig auslegen müssen und das Design entsprechend sehr gut sein muss. Das heißt, Sie haben viele Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch viele Fachbereiche kommen dazu und viele Berufe sind im erweiterten Feld des Leichtbaus angesiedelt. Jetzt möchte ich durch den restlichen Vortrag möchte ich jetzt durchgehen und Ihnen einfach Beispiele geben zu diesen einzelnen Aspekten, Strategien des Leichtbaus und sagen, was das dann bedeutet. Hier haben wir jetzt einfach einen Biegebalken. Einmal aus Stahl, wiegt er ungefähr 100 Gramm und dann, wenn andere Materialien verwendet werden, können Sie rund das mit Gewicht minimieren und bei kohlenfaserverstärktem Kunststoff sind wir dann gehen wir von 100 auf 19 Gramm. Das heißt, wir werden signifikant leichter. Die Frage ist, ist es dann auch wirklich so sinnvoller? Benötigen wir dieses geringe Gewicht für so ein Bauteil? Sind dann höhere Materialkosten für diesen leichteren Werkstoff gerechtfertigt? Das heißt, schon hier wird klar, eine reine Substitution muss halt wirklich auch Sinn ergeben, auch von den Kosten her. Hier haben wir noch mal ein paar Zahlen zu unterschiedlichen Werkstoffen. Also wenn wir einfach nur auf die Dichte schauen, oben links, dann gehen wir von Stahl 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter zu CFK ungefähr 1,6, 1,7, 1,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Eben verringern wir das, verringert sich die Dichte deutlich. Und das ist dann der Grund, warum dieser Balken, den Sie eben gesehen haben, dann so viel leichter wird. Aber unten, das ist noch spannender, ist die gewichtsspezifischen mechanischen Eigenschaften. Ja, wir haben die gewichtsspezifische Festigkeit und die gewichtsspezifische Steifigkeit. Und dort ist als Referenz Stahl mit 1 angegeben. Das heißt, wenn wir auf die gewichtsspezifische Festigkeit gucken, dann steigt das für Aluminium, Magnesium, GFK und auch CFK ist die deutlich höher als für Stahl. Das heißt, die Festigkeit bezogen auf das Gewicht beziehungsweise auf das Gewicht des Materials ist deutlich höher für diese Materialien. Wenn wir auf die Steifigkeit gucken, ist das ziemlich gleich für Titan, Stahl, Aluminium, Magnesium. Für GFK ein wenig geringer als für Stahl, aber für CFK deutlich höher. Und auf der rechten Seite haben wir dann noch ein Zugfestigkeitsdiagramm aufgetragen über das E-Modul dieser Materialien. Und dort sehen wir eben die unterschiedlichen Bereiche, die besonders Kohlenstofffasern einnehmen können. Also während Stahl immer ungefähr ein E-Modul von 210 Gigapascal hat und eine Zugfestigkeit von bis zu 1,5 Gigapascal oder 1500 Megapascal, können wir bei Glasfasern, kann es hochgehen, tatsächlich bis zu 5 Gigapascal. Zugfestigkeit kann auch signifikant deutlich höher sein, aber der E-Modul ist in einem relativ engen Rahmen um 70 Gigapascal. Kohlenstofffasern kann man sehr, sehr breit einstellen. Und die Fasern selber können Festigkeiten für die High-Tenacity-Faser von bis zu 7 Gigapascal erreichen. Und auch das E-Modul für eine Ultra-High-Modulus- oder UHM-Faser kann bis zu 800 Gigapascal erreichen, fast der vierfache Wert von Stahl. Das heißt, über die reinen Carbonfasern, Kohlenstofffasern, lässt sich ein exzellentes Leichtbaupotenzial abrufen. Und hier haben wir jetzt mal dann ein Beispiel, wie das angewandt werden kann. Sie sehen hier drei unterschiedliche Fahrräder, die alle ein ähnliches Design haben. Und wenn wir uns das Rahmengewicht angucken, kann man von einem Aluminium-Rahmengewicht von 3 Kilo eben das Gewicht des Fahrrads über Titan, 1,5 Kilogramm, durch sehr geringe Wandstärken dort und CFK durch die sehr hohen spezifischen mechanischen Eigenschaften. Bei CFK kann man dann 1 Kilo erreichen für den Rahmen. Das heißt, hier durch Substitution des Werkstoffes bei einem ähnlichen Design lässt sich dann das Gewicht auf ein Drittel absenken. Aber die Bauteilauslegung ist eben auch essentiell. Das heißt, Sie brauchen moderne Tools, um Ihre Struktur zu simulieren, um die unterschiedlichen Lastfälle zu simulieren und dann sagen zu können,
Wo können wir Bauteile noch schlanker auslegen? Wo können wir noch eine bessere Formgebung finden? Und wo kann man Material substituieren? Das heißt, hier sehen Sie das Beispiel einer Hubschrauber-Rumpfstruktur, wo eben das CAD-Modell in 3D aufgebaut wird und wo dann Lastfälle unten simuliert werden. Die unteren beiden Bilder geben rechts die Deformation und links die Spannungen an im Bauteil, die entstehen, und auf Basis dieser Ergebnisse kann man dann, und das deutet der Fall ein, eine Iteration machen und kann dort Wandstärken verändern in dem Modell, kann entsprechend Querschnittsflächen von den Profilen verändern, kann Materialien austauschen und kann schauen, wie sich das dann auf die Performance aus und auch auf das Gewicht auswirkt und kann so einen Optimierungsprozess machen. Ja. Das heißt, hier moderne Tools wie Simulation, wie Optimierungstools sind für die Bauteilauslegung unerlässlich, und die Bauteilauslegung muss halt sehr, sehr smart passieren und gut gewählt sein, um zu einem effizienten Leichtbau zu kommen. Dann kann man hier nochmal das Beispiel mit den Fahrrädern nochmal benennen. Das heißt, wenn wir an den CFK-Fahrradrahmen zurückdenken, kann man eben von das Rahmengericht noch weiter minimieren, wenn man dann wenn man das Bauteil noch anders auslegt. Hier ist dann die Sattelstange, auf die wurde verzichtet, und das hat dann dazu, das bringt dann nochmal 20-30% Gewichtsersparnis bei dem Rahmengewicht. Ein spannender anderer wichtiger Aspekt ist die Fertigungstechnik. Ja, durch moderne Fertigungstechniken wie zum Beispiel 3D-Druck oder dem ALM, dem Additive Layer Manufacturing, lässt sich auch Gewicht einsparen und so effizienter Leichtbau ermöglichen. Hier ist ein spannendes Beispiel gewählt von Premium Aerotech. Es ist die Haltung für eine Landeklappenmechanik. Und auf dem rechten Bild sehen Sie einmal auf der rechten Seite das konventionelle Design und auf der linken Seite eben ein optimiertes oder genauer gesagt ein topologieoptimiertes Design, was dazu geführt hat, dass es 30% leichter nochmal geworden ist, diese Halterung. Die ist aber nur so umsetzbar, eben mit einer modernen Fertigungstechnik, dem ALM, dem Additive Layer Manufacturing. Und in dem Fall eben wurde dieses Design, die Form dieses Bauteils durch Topologieoptimierung bestimmt. Und was das ist, da möchte ich jetzt einen kurzen Exkurs starten, weil Topologieoptimierung ist ein Paradetool, ein Paradebeispiel für die Anwendung effizienten Leichtbaus unter Verwendung moderner Prinzipien, moderner Tools. Wie läuft so eine Topologieoptimierung ab? Sie definieren einen verfügbaren Bauraum in Ihrem FEM. Sie sehen hier oben, sehen Sie dieses als einfaches Beispiel, diesen Balken als Mesh, als Gitternetz in Ihrem FEM-Programm, Finite Elemente Methode Programm. Und dann definieren Sie einen Lastfall hier, eine Biegelast. Und sie durchführen eine Lastsimulation durch in der Analyse. Und dann werten sie interne Spannungen aus in ihrem Bauteil und sagen, wo ist das Material in meinem Bauteil stark belastet, wo ist es nicht stark belastet, also wo haben wir geringe Spannungen. Und dann gehen sie einen iterativen Prozess, wo sie sagen, okay, ich entferne jetzt Material, was nicht stark belastet ist. Das hat dann zur Folge, dass sich die Spannungen auch in geringen, im nicht oder gering belasteten Teilen oder Bereichen auf die anderen noch existierenden Teile umlenken. Das heißt, das Material, was Sie weiterhin berücksichtigen, wird immer stärker belastet, bis sie an die Grenze kommen, bis sie an die Festigungsgrenze kommen, die Belastungsgrenze dieses Materials, und dann dann erreichen sie irgendwann ihr finales Design. Aber hier sorgen eben Designen quasi, wird die Form, das Design ihres Bauteils durch die internen Spannungs- oder Kraftflüsse bestimmt. Und das ist so eine sehr elegante Art, um wirklich zu optimierten Bauteilen zu kommen. Hier haben wir jetzt nochmal ein weiteres Beispiel. Auch dort haben wir hier erstmal einen Raum definiert. Dann haben wir das in ein Elementemodell überführt, haben Lasten definiert hier an diesen beiden Löchern. Und dort, dann kommt man eben über die Topologieoptimierung zu diesem Design hier. Und was sind jetzt Herausforderungen? Die Herausforderungen sind, dass wir
das optimale Design, was durchaus sehr komplex sein kann, in CAD-gerechte Konstruktionen überführen werden können, überführen müssen, ja, um dass das auch ganz auch fertigbar wird. Das heißt, so resultierende Geometrien sind nicht immer sinnvoll für eine Herstellung. Ja? Und das heißt, oft ist eine manuelle Nachkonstruktion zur Sicherstellung eines fertigbaren Bauteils nötig. Dann sind nicht immer unbedingt Fertigungsrestriktionen auch bei selbst für additive Verfahren berücksichtigt durch die Topologieoptimierung. Zum Beispiel Stützstrukturen, dass die nötig werden, um irgendwas zu drucken. Das muss auch im Nachgang noch berücksichtigt werden. Und dann kann es auch sein, dass die Strukturen so komplex sind, dass das gar nicht mehr so vernünftig berechenbar ist mit den FEM-Programmen. Das heißt, hier gibt es auch Grenzen, aber grundsätzlich ist die Topologieoptimierung ein sehr spannendes, sehr smartes Tool, um zu einem optimierten Bauteildesign zu kommen. Hier haben wir eine weitere spannende Fertigungstechnik, eine moderne. Hier wird das ist das Beispiel einer Heckantriebswelle für einen Helikopter gewählt. Das heißt, die Welle, die wirklich die Kräfte hier hinten auf den Heckrotor überträgt. Und die kann hergestellt werden mit einem modernen 3D-Wickelverfahren, was Sie hier im Video sehen. Das heißt, dort wird dann wirklich wie in einem rund gewickelt ein CFK-Schlauch, der dann entsprechend infusioniert und ausgehärtet werden kann. Hier sehen Sie das Verfahren auch. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, mit moderner CFK-Technologie und modernen Materialien kann dann dort die Masse für so eine Heckwelle sich auf 450 Gramm kann die reduziert werden. Also das ist sehr, sehr beachtenswert, sehr, sehr bemerkenswert. Dann ist natürlich die Gestaltung ein ganz wichtiges Thema. Ja, und ich möchte hier jetzt am Beispiel der Luft- und Raumfahrt, an der Rumpfstruktur, möchte ich das zeigen. Konventioneller Leichtbau hier ist erstmal in Metallbauweise abgebildet. Das heißt, was bedeutet das? Sie vernieten Aluminiumprofile mit unterschiedlichem Querschnitt mit einer dünnen Blechaußenhaut. Ja, das heißt, Sie sehen hier die Außenhaut und Sie sehen hier Stringer, die Längsversteifung. Und Sie sehen entsprechend hier diese Rundversteifungen auch. Ja, das heißt, Sie bringen hier schon, das ist schon effektiver Leichtbau. Sie bringen halt lokal Versteifungen ein, um dann Lasten zu übernehmen. Ja, sei es Rundspannungen, Umfangsspannungen bzw. Biegespannungen des Rumpfes. Ja, ich gebe Ihnen vielleicht mal ein Beispiel. Kein Leichtbau in dem Fall würde bedeuten, dass wir die Außenhaut des Rumpfes, die typischerweise 2, 3 mm nur dick ist, einfach auf 1 cm vergrößern, die Dicke. Ja, das heißt, Sie hätten dann eine Struktur, die könnte auch die ganzen Spannungen aufnehmen, ohne diese lokalen Verstärkungen, aber Sie hätten deutlich, deutlich mehr Gewicht und bräuchten diese Dicke, dieser Haut gar nicht überall, weil gar nicht überall die Lasten so hoch sind. Das heißt, auch dieser konventionelle Leichtbau, wie er jetzt hier betitelt ist, ist schon optimiert für diese Materialien und ist schon effizienter Leichtbau. Was man vielleicht hier an dem Bild auch erkennen kann. Es gibt teilweise auch einen Einsatz von integral gefrästen Aluminiumbauteilen. Das heißt, dort fangen Sie dort mit einem Blockmaterial an und fräsen dann das Material weg, was Sie nicht benötigen, um das Gewicht dann zu minimieren. Und dann haben Sie integral Rippen und Haut sind dann quasi eins und sind nicht zusammengebracht, differenziell, sondern ein Bauteil. Moderne Gestaltung nun von einer Rumpfstruktur ist zum einen die Verwendung von CFK-Materialien, also CFK-Bauweise. Und hier kombinieren Sie auch eine dünne CFK-Haut ähnlicher Dicke mit Hut- oder Omega-Profilen, die integral verklebt werden, beziehungsweise durch Co-Curing, durch ein gemeinsames Aushärten der unterschiedlichen Bauteile verbunden werden. Und mit ringförmigen Profilen, mit diesen Rippen hier, sorgen Sie dann für die Querversteifung, die in dem Fall verklebt oder auch noch vernietet werden. Ja. Das heißt, in der Konsequenz haben Sie dann sehr, sehr leichte, sehr steife Strukturen und sind dann die Strukturen von modernen Verkehrsflugzeugen wie dem Dreamliner oder dem A350.
Das Ganze ist natürlich auch möglich im Automobilbau. Hier sehen Sie noch einmal die Chassis des BMW i3, die auch in der ursprünglichen Bauweise, in CFK-Bauweise komplett gefertigt wurde. Und das ist eine Integralbauweise. Das heißt, dort werden auch verschiedene Bauteile ineinander integriert und nicht alles wird differenziell zusammengeschraubt. Ja. In dem Fall wiegt die Fahrgastzelle nur 150 Kilo und kann dann von zwei Personen getragen werden. Und das Gesamtfahrzeug wiegt nur 1,25 Tonnen. Dann eine weitere spannende Gestaltung, die ganz oft bei modernen Leichtbaustrukturen zum Tragen kommt, ist die Sandwich-Bauweise. Hier ist ein, finde ich, sehr eindrucksvoller Fall gezeigt, wo man durch eine schlaue Falttechnik mit ganz leichten Materialien, Sie sehen dort 10 Gramm Papier, eine sehr, sehr hohe Steifigkeit, eine sehr hohe Tragfähigkeit erreichen kann. Ja, und hier trägt dann sagen 10 Gramm Papier, trägt tatsächlich dort ein Autoreifen, ja, ein Teil eines Autos. Das heißt, man bringt eine interne Struktur, verbindet die mit zwei Außenhäuten und hat dann eine sogenannte Sandwich-Struktur. Hier haben wir nochmal andere Beispiele für Sandwich-Gestaltung oder für ja, Sandwich-Kerne gezeigt. Wir haben hier zwei CFK-Decklagen, die auf eine sogenannte Honeycomb, also Honigwabenkern aufgebracht sind. Und das hat zur Folge, wie für alle Sandwich-Bauweisen, dass sie sehr, sehr hohe eine sehr, sehr hohe Biegesteifigkeit haben, weil sie trennen eben durch ein sehr leichtes Material diese beiden Strukturen, diese beiden sehr steifen Decklagen voneinander und erreichen so eine sehr hohe Biegesteifigkeit. Weil das Kernmaterial selber eben sehr leicht ist und auch sehr viel Luft enthält, ist es dann sehr, sehr leicht und hat eine sehr, sehr hohe spezifische Steifigkeit, Biegesteifigkeit und Biegefestigkeit. Es gibt andere Möglichkeiten. Hier können wir quasi einen Schaumstoff auch als Kern wählen, ist auch sehr leicht. Und es gibt auch Metall-Sandwich. Also das heißt, die haben einfach einen Metall-Sandwich-Kern und haben dann die massiven Decklagen. Ja. Bei der Sandwich-Gestaltung werden Biegelasten von den Decklagen aufgenommen, während der Kern Shear- und Drucklasten aufnimmt. Aber es ist eine sehr, sehr beliebte Gestaltungsform für Leichtbaustrukturen. Und auch was auch ganz, ganz wichtig ist, als ganz, ganz wichtiger Teil dieser Aspekte, der Leichtbauaspekte, ist die Funktionsintegration. Ja, und da bin ich schon zum Teil darauf eingegangen, als ich über die Maschinen- oder Motorengehäuse gesprochen habe. Es ist sinnvoll, möglichst viele Funktionen zu integrieren in einem Bauteil. Ja. Also wir haben hier das Beispiel, eine leichte Rücksitzschale in Kompositbauweise, wo eben das auch ähnlich wie dieses Bauteil, was Sie schon gesehen haben, in einem Schuss werden hier eben lokale Versteifungen wie Rippen noch aufgebracht. Sie haben hier einige Decklagen an gewebtem CFK-Material, was hohe Steifigkeit und Festigkeit mit sich bringt. Und dann können hier gleich in einem Schuss hier Anschlussstücke, Haken etc. Können gleich mit eingespritzt werden in die Form. Und dann haben Sie ein Bauteil, was in einem Schuss hergestellt wird und direkt viele Funktionen integriert hat. Die Sprintbo-Tresen von Markus Rehm hier, beziehungsweise ähnliche, möchte ich auch nochmal zeigen. Und hier sieht die Struktur sehr, sehr einfach aus. Sie haben wirklich dieses gebogene CFK-Band hier. Aber ganz, ganz viele Funktionen sind integriert hier. Das heißt, das ist wirklich ein Hightech-Bauteil. Sie haben die Federung, Sie haben eine Dämpfung, die Sie brauchen. Ja, weil entsprechende Gelenke dort nicht vorhanden sind, das müssen Sie berücksichtigen. Und die Flexibilität, die eben auch nötig ist, um den Vortrieb dann, um dann sprinten zu können mit diesen Prothesen. Das heißt, hier sind viele Funktionen in diesem relativ einfachen Design integriert. Und hier unten habe ich nochmal eine gefederte Achse abgebildet, wo eben auch in Kombination von Metall- und GFK-Komponenten dort viele Funktionen gleichzeitig erfüllt werden. Federung, dann natürlich eine Führung, ein Support der Reifen, eine Tragen der Last im Allgemeinen. Also viele Funktionen werden hier kombiniert.
Hier gibt es weitere Beispiele. Unten links sehen Sie die Festo-Libelle. Das ist eine kleine Libelle der Firma von der Firma Festo entwickelt, wo dort auf kleinstem Bauraum, ein sehr beeindruckendes Bauteil auf kleinstem Bauraum, ganz viele Funktionen kombiniert sind. Sie haben hier ein 3D-gedrucktes Gehäuse, Metall- und Kunststoffkomponenten, was den Rahmen abbildet. Sie haben hier diese Flügel, wo Sie einen sehr, sehr dünnen, leichten CFK-Rahmen haben, bespannt mit einer entsprechenden Kunststofffolie, um dann die Flügel zu bilden. Also dort wurden viele Funktionen auf kleinstem Bauraum integriert und ineinander kombiniert, um dort immer in dieses, um so eine Libelle, die ja nicht sehr schwer sein darf, dann umzusetzen. Und das ist auch ein spannendes Beispiel, wie ich finde, für gelungene Funktionsintegration und dann Gewichtsersparnis. Hier können Sie, ist ein Carbonprofil abgebildet, was eben mit einer integrierten Enteisungsfunktion versehen wurde. Das heißt, Sie können hier entweder Drähte einbringen, die dann über Strom Wärme erzeugen, oder Sie können unter Umständen auch die Carbonfasern, die ja auch konduktiv sind, selber verwenden, um dann Profile zu enteisen. Und das heißt, Sie benötigen keine weiteren Anbauteile, keine Kanäle für die Transportation von Heißluft etc., die Sie vorsehen müssen, sondern können sich dieses Gewicht sparen und so einen funktionsintegrierten Leichtbau ermöglichen. Damit bin ich schon am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ganz guten Eindruck geben, dass Leichtbau sehr vielseitig ist, sehr vielfältig ist, dass es nicht die reine Materialsubstitution ist und dass es auch einen sehr vielfältigen Nutzen hat. Also offensichtlich ist, und das ist den meisten von Ihnen sicherlich geläufig und bekannt, dass man Ressourcen einsparen kann, dass man mehr Nutzlast dann ermöglichen kann. Denken Sie an die Satelliten, an die Raketen. Dort ist es eben ganz wichtig, dass man auf die Nutzlast optimiert und dass man weniger Emissionen dann hat aus der Konsequenz, wenn man Ressourcen einspart. Aber Leichtbau bedeutet eben auch, dass man ein verbessertes Handling hat, dass Abläufe in der Produktion in Ihrer Firma einfacher werden, dass Handicaps überwunden werden können. Effektiver Leichtbau rettet auch Leben. Denken Sie an zum Beispiel auch nochmal an eine Formel-1-Chassis, der aus CFK, wo wirklich nach schlimmen Unfällen Piloten unbeschadet aussteigen. Es ist aber, und das hatte ich eingangs gesagt, eben ein ganzheitlicher Ansatz und interdisziplinär. Das heißt, diese drei wesentlichen Komponenten, der Stoffleichtbau, also die Substitution und Optimierung auf spezifische mechanische Performance, der Formleichtbau, also die Anpassung der Form und die Verwendung des Materials dort, wo im Bauteil, wo wir die höchsten Beanspruchungen und Lasten haben, und der Bedingungsleichtbau, also eine möglichst gute Gestaltung, Simulation und Kenntnisnahme meines Bauteils und meiner Struktur, die müssen eben kombiniert werden, diese drei Aspekte, um zu einem effizienten, vorteilhaften Leichtbau zu kommen, der am Ende dann auch wirtschaftlich dann so erfolgreich sein kann und ganz oft ist. Und abschließend möchte ich sagen, Leichtbau ist eine Zukunftstechnologie, die auch in Deutschland sehr von der Politik erkannt wird. Ja. Das heißt, Leichtbau wurde schon vor vielen Jahren als Kernkompetenz identifiziert. Es gibt ganz viele regionale Projekte und Fördervorhaben, die das unterstützen. Also ein Beispiel, Sie haben, ist das KNMP-Projekt, Kompetenzzentrum Neue Materialien und Produktion. Sie haben in der Präsentation auch das Logo immer gesehen, was ein Projekt ist hier in der Süderelbe-Region, also die Landkreise südlich der Elbe, im Süden von Hamburg, dort werden KMU gefördert, neue Materialien, also Faserverbundwerkstoffe oder neue Produktionsverfahren wie 3D-Druck zu verwenden. Und dort wird es dann bis zu einem Prototypen gefördert. Das ist ein Beispiel, wie die Politik sich wünscht, dass Leichtbau eben nicht nur von großen Firmen, von Airbus, VW etc. verwendet wird, sondern dass auch kleinere mittelständische Unternehmen das Potenzial erfahren. Und aus dem Grund wurde auch jetzt der Beginn ist seit diesem Jahr, das Technologietransferprogramm Leichtbau, TTP Leichtbau vom BMWI ins Leben gerufen. Und dort gibt es in den nächsten drei Jahren 300 Millionen Euro Förderung für Projekte, die auf Leichtbau, aber einen effizienten Leichtbau abzielen und dann im Umkehrschluss Emissionen einsparen und Ressourcen einsparen.
Damit bin ich am Ende für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, hier sehen Sie E-Mail-Adressen, an die Sie sich wenden können. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind und sich weitere Videos vielleicht noch anschauen. Bis dann und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dann, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.